Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur Osterausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Schönen guten Tag, danke sehr. Frau Heselmeier, Ostern wird ja überall auf der Welt irgendwie gefeiert. In Ja. Deutschland gibt es da ganz normale Bräuche. Man versteckt Ostereier, man isst schön im Kreis der Familie und von Freunden. Viele gehen auch in die Kirche. Was macht man denn in Italien als Osterbrauch? Ja, in Italien ist natürlich ganz, ganz wichtig das Essen. Aber dem Ganzen geht voran erst einmal der Kirchgang. Und viele wissen es vielleicht auch gar nicht. Karfreitag ist zum Beispiel in Italien kein Feiertag. Also die arbeiten ganz normal und letztendlich fangen aber diese ganzen Ostervorbereitungen, die fangen schon mit dem Palmsonntag an. Also ich war ja jetzt gerade in Italien auf der Messe und bin dann natürlich auch ziemlich viel rumgekommen. Und wenn wir dann mit dem Auto unterwegs waren, wir hatten das Radio an, also permanent gab es dann Werbung für hier Osterangebote und da Osterangebote und das musst du machen und das brauchst du noch. Und also da dreht sich dann wirklich wieder alles ums Essen, Essen, Essen. Das ist also in Italien oberstes Gebot. Jetzt haben wir aus den vielen Gesprächen, die wir schon miteinander geführt haben, gelernt, Essen hat einen ganz hohen Stellenwert in Italien und bei den Italienern. Gibt Ja. es denn zu Ostern besonderes Essen oder gibt man sich da nur besonders viel Mühe beim Also Essen? es gibt schon so ein paar Besonderheiten, aber wichtig ist natürlich, dass man an dem Ostersonntag eben auch wirklich mit der Familie zusammen ist. Ist und isst beides. Und vorzugsweise tauscht man sich da so ein bisschen aus und jeder bringt dann irgendwas mit. Das wird nämlich eine gigantische Fläche, die da benutzt wird, die da gebraucht wird, um alles dann platzieren zu können, was die einzelnen Familienmitglieder mitbringen. Und was halt wirklich zu Ostern sehr, sehr gerne gegessen wird, das ist Lamm. Das einmal so als Eintopf, ein bisschen deftiger, aber auch als Schmorbraten. Und gut, der Klassiker Lasagne darf natürlich auch nie fehlen. Aber auch die ganzen kleinen Vorspeisen, die wir sonst immer so haben, Bruschetta und auch so Meeresfrüchtesalate, das darf auch nicht fehlen. Und was ganz, ganz wichtig ist, zum Abschluss, das Süße. Da haben wir einmal zum Beispiel auf Sizilien die Cassata Siciliana. Das ist eine Festtagstorte, ist also wirklich eine runde Torte, die aus mehreren Böden besteht und dann gefüllt wird mit zum Beispiel Ricotta und kandierten Früchten. Das wird also dann gemischt und dann werden die Böden damit belegt. Dann kommt der nächste Boden drauf, wieder diese Masse und so weiter und so fort. Und ummantelt, umstrichen wird das Ganze mit einer tollen Sahne und dann noch dekoriert mit kandierten Früchten. Das ist also typisch für Sizilien, diese Cassata Siciliana, dass man die an Ostern macht. Und was es in ganz Italien gibt, das ist die Colomba. Von der Form so ein bisschen an eine Taube angelehnt. Colomba eben die Friedenstaube. Der Teig ist so ähnlich wie beim Panettone. Und das gibt es mittlerweile auch in so vielen verschiedenen Varianten. Da haben wir dann einmal natürlich den Klassiker mit Rosinen und Mandeln. Und dann, das ist mein absoluter Favorit, die habe ich mir jetzt auch gerade mitgebracht, die biete ich nachher meinen Gästen an. Das ist mit Pistazie, mit süßer Pistaziencreme. Die ist dann also gefüllt mit dieser Creme und dann auch nochmal schön ummantelt mit dieser Pistaziencreme, dann nochmal so schöne Mandelsplitter oben drauf. Und die werde ich nachher anschneiden. Das war jetzt eine 1000 Gramm Colomba und wir haben eine kleinere, das ist eine klassische mit 500 Gramm. Und das ist eben das, was auf keinen Fall fehlen darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das dann natürlich überwiegend Ostersonntag. Und Ostermontag hat man dort tatsächlich auch Feiertag, wenn sie den Karfreitag schon nicht haben, aber der Ostermontag ist den Italienern doch heilig. Und da trifft man sich dann nicht unbedingt mit der Familie, sondern gerne auch mit Freunden. Wenn die Familie dabei ist, ist auch okay.
Aber da der Ostermontag, der wird meistens den Freunden reserviert und da trifft man sich dann ganz, ganz gerne zum Picknick. Da bringt dann also auch jeder was mit und dann wird da richtig schön gegrillt, ein Barbecue gemacht. Und was ganz, ganz wichtig ist für die Italiener, ist Fleisch. Da gibt es dann Rippchen und die Salsiccia, also die Würstchen, sehr gerne auch in bestimmten Regionen mit Fenchel gewürzt. Also das muss richtig üppig sein. Da wird, ja, da gibt es Völlerei ohne Ende. Wenn Sie das so erzählen, überlege ich, denke drüber nach. Mir ist noch nie ein richtig dicker italienischer Mensch aufgefallen. Schon sind manche im bestimmten Alter dann nicht mehr ganz schlank, sondern eher Ja. vollschlank. Aber so wie man das aus anderen Ländern kennt, richtig adipöse Gestalten findet man in Italien doch eher selten. Und das trotz dieses üppigen Essens, das Sie immer wieder beschreiben. Schon erstaunlich. Ja, das Witzige ist, die Italiener können sich dann sehr, sehr gut zurücknehmen. Die reden auch ständig übers Essen, aber sie reden halt viel, sie unterhalten sich und vergessen dann manchmal, dass sie was auf ihrem Teller haben. Das fällt mir jedes Mal wieder ganz, ganz extrem auf. Dann vergessen sie, dass sie was auf dem Teller haben und unterhalten sich. Dann spielt da mal wieder ein Kind rum, dann wird sich um das Kind gekümmert. Das hat vielleicht dreckige Fingerchen oder hat sich den Mund irgendwie besabbert, muss dann gesäubert werden. Und dann ist der Gang zu Ende und dann wird der Teller weggenommen. Und da ist noch die Hälfte von dem Essen drauf. Und so können die ja gar kein Fett ansetzen, ist doch klar. Die Kinder sind schuld. Genau, die Kinder und die anderen, ja, weil man sich eben unterhält. Und der Italiener, der redet halt mit Händen und Füßen. Und ja, dann vergisst man manchmal das Essen und man genießt es dann auch. Man nimmt dann vielleicht ein Gäbelchen und genießt das dann richtig, kaut das richtig intensiv und bewusst. Und ja, dann hat man vielleicht drei Gäbelchen, vier Gäbelchen von dem einen Gang zu sich genommen. Ja, und dann ist es schon zu Ende, dann kommt der nächste. Und wie gesagt, so können die dann natürlich auch kein Fett ansetzen. In Deutschland gibt es den Begriff des Osterwassers, was jetzt weniger heilig als hochprozentig ist. Damit wird Wein oder irgendein Brand umschrieben, der zum Essen oder nach dem Essen gereicht wird. Gibt es dann auch in Italien zu den Speisen, die Sie jetzt beschrieben haben, besondere Weine, die kredenzt werden, oder kommt das auf den Tisch, was der Keller bietet? Nein, es kommt definitiv das auf den Tisch, was der Keller bietet. Vielleicht mal ein besonderer Tropfen. Also ich würde jetzt zum Beispiel zu so einem Ostermenü durchaus auch mal komplett einen Spumante, vielleicht aus der Lugana-Traube, kredenzen. Mit dem kann man definitiv nichts falsch machen. Da hat man also wirklich einen sehr schönen Tropfen im Glas und den kann man dann über die ganze Zeit des Essens genießen. Super, Frau Heselmeier. Dann ran an die Kochtöpfe und die Vorbereitungen richtig genießen, damit dann das Essen am Sonntag und am Montag mit Familie und mit Freunden ein wahrer Genuss wird. Genau, so machen wir es. Buona Pasqua. Vielen Dank Ihnen auch und ciao, bis bald. Ciao, a presto, ciao.